Heute in der 76. Folge von Über Tage sprechen wir mit und über die letzte Generation. Wir haben ja schon mehrfach im Podcast selber und auch in den Streams mit euch darüber diskutiert, was wir so von den Aktionsformen von der letzten Generation halten. Ich habe ja sogar auch einen Text auf anarchismus.de geschrieben, indirekte Aktion über die Straßenblockaden der letzten Generation, wo ich auch, ja, das Ganze kritisiert habe und meine Meinung zu dem Ganzen gesagt habe. Aber damit wir nicht einfach nur immer zu zweit oder mit euch über die letzte Generation sprechen, haben wir uns heute mal einen Gast dazu geholt, mit dem wir auch aus der Perspektive der letzten Generation das Ganze mal betrachten wollen. Und deswegen begrüße ich jetzt ganz herzlich Friedrich von der letzten Generation. Ja, hi. Danke für die Einladung. Und ich dachte, du kannst dich mal kurz vorstellen und vielleicht auch ein bisschen was über die Geschichte der letzten Generation erzählen. Weil ich glaube, viele kennen ja auch die letzte Generation jetzt primär eben von den Straßenblockaden, oder da ist das vielen eben erstmal so richtig ins Blickfeld gerückt worden. Aber du kannst ja mal erzählen, wie ist es eigentlich so zu diesem Punkt gekommen? Ja, also ich bin 23, ich studiere zurzeit noch und bin seit Anfang des Jahres bei der letzten Generation. Wir nennen uns übrigens letzte Generation, weil das ist das, was uns die Wissenschaft sagt. Wir sind die letzte Generation, die den Klimakollaps und den Kollaps unserer Gesellschaft noch verhindern kann. Und das Ganze ging los mit einem Hungerstreik im letzten August vor der Bundestagswahl. Und in dem Gespräch, was dann erreicht wurde durch diesen Hungerstreik mit Olaf Scholz, ist klar geworden, dass unser Bundeskanzler ja kein Bewusstsein hat für die existenzielle Bedrohung, die Klimakrise darstellt, oder das zumindest nicht öffentlich kommunizieren möchte. Und deswegen haben wir dann gesagt, wir blockieren, wie angekündigt, dann Autobahnen. Und das haben wir dann getan ab Anfang des Jahres, ab Januar. Und wir haben auch wochenlang friedlich Ölpipelines im ganzen Land abgedreht. Und unser Ziel dieser Aktion ist eigentlich, eine größtmögliche öffentliche Störung herbeizuführen. Und damit wollen wir erreichen, dass die Forderung nach Klimagerechtigkeit einfach nicht mehr länger ignoriert werden kann durch die Machthabenden und dass auch ein Bewusstsein in unserer Gesellschaft entsteht, wie dringlich und dramatisch die Klimakrise und auch andere ökologische Krisen, wie zum Beispiel das Artensterben, eigentlich sind. Ja, wir haben, du hast es ja gerade schon beschrieben, dass wir auch schon so ein bisschen was da zu euch gemacht hatten. Ich möchte hier vielleicht auch noch erwähnen, dass wir auch so ein großes TikTok-Video tatsächlich hatten, wo wir so einen Ausschnitt aus einem Interview von einer der ganz vielen Fernsehauftritte von euch da hatten, was 1,5 Millionen Aufrufe hatte. Das ist echt Wahnsinn gewesen, das ist richtig durch die Decke gegangen. Ein LKW-Fahrer versucht es mit Diplomatie bei den Klimaschützern. Also der einzige Weg ist eigentlich, die Bevölkerung zu überzeugen. Und ihr überzeugt hier niemanden. Die hassen euch alle. Alle 3000 Leute da und die 5000 Leute da unten, die hassen euch, weil die kommen nicht zur Arbeit, die kommen nicht zu ihrer Familie, die haben Stress mit ihrem Chef, die haben Verdienstausfall, weil weiß ich, wie viele Selbstständige gerade stehen und keine Kohle verdienen können. Aber könnt ihr das Ziel denn verstehen? Natürlich verstehe ich das Ziel, absolut. Ich hab's ja gerade schon gesagt, das ist ja, die Intention ist ja richtig, ist absolut korrekt, aber der Weg ist falsch. Und zwar so falsch, dass er kontraproduktiv ist. Die Regierung wird gezwungen zu handeln. Weil ja, das glaubst aber auch nur du. Und wir haben dann ja auch mal so ein bisschen provokativ beschrieben, ey, komm, lass das doch mal diskutieren und was denkt ihr dazu? Und das möchte ich ja mal vorweg auch sagen, dass ich das auf jeden Fall stark finde, dass ihr dann ja auch so ein bisschen von eurer Seite aus gesagt habt, komm, wir kommen mal zu euch, wir sprechen darüber und diskutieren dann oder streiten uns vielleicht auch ein bisschen darüber. Und das finde ich erstmal eine super Sache. Und ja, wir wollen auf jeden Fall für heute auch ein respektvolles Gespräch gestalten, wo wir trotzdem dann natürlich auch hart an der Sache diskutieren können. Und das haben wir uns anhand von drei Punkten überlegt. Wir wollen einmal über Parlamentarismus und das Appellieren an den Staat sprechen, dann über die Frage der Konsumkritik und als drittes möchten wir noch über die Frage, wer ist schuld am Klimawandel, miteinander diskutieren. Und ich denke, wir können eigentlich mal mit dem ersten Punkt dann starten, also Parlamentarismus und Appellieren an den Staat.
Da kann man ja vielleicht zu Beginn einfach die Frage mal in den Raum werfen. Ihr sagt ja immer, ja, die Regierung würde eben durch die Unterbrechung oder die Blockaden von Autos, von Autobahnen da an der Stelle oder auch bei anderen Aktionen, wie zum Beispiel das Unterbrechen von Fußballspielen oder so, würde eben dazu gezwungen werden, zu handeln. Warum denkt ihr, dass das der Fall ist? Also was wir mit diesen Aktionen erreichen wollen, die einfach nicht mehr rührbar sind in der Öffentlichkeit und auch nicht durch die Politik, dass die Politik, die herrschende, in so eine Art Dilemmasituation kommt. Das heißt, dass sie entweder auf unsere Forderungen eingeht nach mehr Klimagerechtigkeit und mit uns in den Dialog geht, oder dass sie unverhältnismäßige Repressionen anwendet gegen Menschen, die friedlich für eine lebenswerte Zukunft protestieren. Und in diese Dilemma-Situation wollen wir die Politik mit unseren Aktionen bringen. Und deswegen sagen wir auch, wir zwingen die Politik dazu zu handeln. Ja, weil sie entweder diese Option hat, Menschen einzusperren oder auf unsere Forderung einzugehen. Gut, aber so wie es ja aktuell aussieht, ist es ja nicht so, dass ihr sonderlich viel Druck auf die Politik ausübt, und ich würde auch behaupten, dass zumindest jetzt diese Straßenblockaden auch einfach wirklich nicht ein Aktionsmittel sind, die irgendwie viel Druck ausüben, die da einen tatsächlichen materiellen Schaden für das jetzige System bedeuten. Und auch wenn ich kann die Argumentation auf jeden Fall nachvollziehen, dass man sagt, ich möchte jetzt dem Staat die bürgerliche Maske abreißen und er soll jetzt durch seine Repression gegen irgendwelche friedlichen Leute auf der Straße, die da einfach nur sich hinsetzen oder sich festkleben, dann zeigen, wie scheußlich er doch tatsächlich ist, und das sorgt dann für einen moralischen Aufschrei. Aber so wie ich es doch jetzt eher sehe, ist es auch so, dass die Leute eigentlich die ganze Zeit, also ich finde es wirklich scheußlich, was da in den Kommentarspalten abgeht, aber dass es wirklich eine sehr starke Stimmung gegen euch gibt, dass die meisten Leute ja härtere Repressionen fordern. Und ich möchte gar nicht wiederholen, was ich da alles für Top-Kommentare gelesen habe, die einfach nur menschenverachtend sind. Und siehst du da wirklich, dass das irgendwie passiert? Dass da der Staat wirklich zu diesem Ziel hingetrieben wird? Also was wir schaffen mit den 250 Menschen, die jetzt in Berlin im Juni und Juli auf der Straße waren und blockiert haben, dass sich die Politik zumindest dazu äußern muss, ja, dass die Medien darüber berichten und dann auch die Politik fragen, was sagt sie denn dazu? Also wie steht sie zu unseren Aktionen und was sagt sie zu unseren Forderungen? Und die Politik kommt nicht umhin, auch die Bundesregierung kommt nicht umhin, sich dazu öffentlich zu äußern und zumindest Stellung zu beziehen. Und dann verweisen sie natürlich auf das, was sie schon tun, und verweisen darauf, dass das ja alles sei, was gerade machbar wäre, nämlich das neue Klimaschutzgesetz, der neue Booster für erneuerbare Energien. Und ja, dann müssen wir eben diese Bühne, die wir da kreieren, diesen öffentlichen Raum nutzen, um darauf hinzuweisen, das reicht nicht, was die Bundesregierung da tut. Ja, die Bundesregierung belügt die Bevölkerung im Koalitionsvertrag, wenn sie vom 1,5-Grad-Pfad spricht, aber gleichzeitig erst 2045 klimaneutral werden will. Und das schaffen wir auch durch diese Aktion, die so viel Aufmerksamkeit und ja auch öffentliche Spannung generieren, dass zum Beispiel WissenschaftlerInnen dadurch eine Bühne bekommen für diese Aktion. Also WissenschaftlerInnen werden dann von den Medien auch gefragt und ihre Stimmen werden dann auch in diesen Artikeln über uns abgedruckt, wo sie dann eben Stellung beziehen können zu den Aussagen der Bundesregierung und auch klar kommunizieren können an die Bevölkerung, wir haben keine Zeit mehr und eine 3 bis 4 Grad heißere Welt, auf die wir gerade zusteuern, glaubt mir, das wollt ihr nicht. Das bedeutet Todeszonen um den Äquator, das bedeutet weltweite Hungerkrisen und so weiter. Also ich stimme dir auf jeden Fall natürlich zu, oder das ist ja auch offensichtlich, dass ihr eine Menge Aufmerksamkeit durch eure Aktionen kreiert und dass ihr damit ständig in den Medien seid und dass auch in der Politik darüber gesprochen wird. Aber Aufmerksamkeit heißt ja nicht gleich, dass wir damit unseren Zielen, die wir allgemein jetzt, sag ich mal, als Klimabewegung und als Menschen, die den Klimawandel aufhalten wollen, erreichen wollen. Sondern unser Eindruck ist an der Stelle, dass ihr in der Aufmerksamkeit seid, aber als Spielball benutzt werdet, um eben dann aus Medienperspektive und aus Politikperspektive zu sagen, ja, guckt euch doch mal an, im Prinzip,
dass das halt der falsche Weg ist und, wie du auch schon sagst, sich dann selber zu inszenieren, aber dass da, klar, Aufmerksamkeit generiert es auf jeden Fall, aber führt uns das wirklich näher zu den Zielen, die wir eigentlich haben? Und das ist also wirklich überhaupt nicht unser Eindruck, sondern unser Eindruck ist dann natürlich eher, dass gerade durch diese Aufmerksamkeit für diese Aktion ganz viele andere Formen des Kampfes in der Klimabewegung in den Hintergrund geraten, die eben auch viel anschlussfähiger natürlich sind in der Bevölkerung, wie jetzt zum Beispiel was Ende Gelände macht oder so. Und auch wirklich ganz unterschiedliche Sachen daran verhandelt werden. Also nur um mal an dem anzuschließen, was ich gerade gesagt habe bezüglich der Repression, der stärkeren Repression, die da gefordert werden. Es ist ja auch so, dass beispielsweise die Polizei und auch ganz viele so Law and Order Hardliner sich jetzt genau daran eben auch inszenieren können, dass sie eben sagen würden, ja gut, wir fordern genau das, was das Volk will. Wir fordern jetzt härtere Gesetze eben gegen AktivistInnen und das weitet sich dann natürlich auf alle aus. Und dafür wird eure Aufmerksamkeit ja auch genutzt und dass ihr im Gespräch seid. Und wenn ich sehe, gibt's ja auch einen starken Fokus einfach darauf, eben auf diese Aktionsform und weniger für das, was ihr macht. Da geht es dann einfach nur ja irgendwas mit Klima. Und auch ganz andere Leute verhandeln dann eben Punkte an euch selber. Wenn sich dann eben so ein Olaf Scholz da hinsetzt oder irgendwelche anderen Leute, die vielleicht als PolitikerInnen dann noch mit euch da zusammen ins Gespräch kommen, die können sich dann irgendwie als nah an auch diesem aktivistischen Publikum dann natürlich inszenieren. Und deswegen finde ich das einfach nur, eben diese Aufmerksamkeit in den Vordergrund zu stellen, ohne das eben auch mit einem Inhalt zu füllen. Was wird dann an dieser Aufmerksamkeit überhaupt verhandelt? Wie schaut das dann auch für einen selber aus? Wie kann man das strategisch nutzen? Doch irgendwie, ja, als eine recht zahnlose Strategie. So, ja, wir sehen eigentlich diese Aufmerksamkeit, die da generiert wird, als notwendigen ersten Schritt zu einer Transformation, die natürlich unsere gesamte Gesellschaft ergreifen muss. Da bin ich völlig bei euch. Aber wir brauchen halt als ersten Schritt, also das sehen wir eigentlich als notwendig an für diese Transformation, ein Bewusstsein in unserer Gesellschaft, wie wenig Zeit wir noch haben. Ja, dass der neue Weltklimabericht vom Weltklimarat davon spricht, dass die globalen Emissionen vor 2025 sinken müssen und aktuell auf dem aktuellen Kurs steigen sie weiter bis 2030. Also wir brauchen ein Bewusstsein dafür, wie wenig Zeit wir noch haben, weniger als 3 Jahre bis 2025. Und alles andere ist ja dann basiert ja auf diesem Bewusstsein. Also wir müssen ja erstmal schaffen, dass die Menschen wissen, was hier auf dem Spiel steht, auch in der Klimakrise und den ökologischen Krisen, ja, dass es hier um eine existenzielle Bedrohung geht. Und erst wenn wir das geschafft haben, dass es angekommen ist in der Bevölkerung, können wir ja über die nächsten folgenden Schritte, die sicher notwendig sind, reden. Aber das ist ja auch wirklich etwas, was auch schon andere Leute mit, finde ich, eben einem sinnvolleren Appell einfach getan haben. Wenn ich jetzt beispielsweise, also lassen wir jetzt mal Fridays for Future ganz außen vor, andere Aktionsformen, andere Organisationen denke, wie Ende Gelände, die verschiedenen Waldbesetzungen, jetzt die große Besetzung von Lützerath, die wirklich dann, und ich meine, ich hätte das auch mal in einem Interview von euch gehört, dieses, wir legen den Finger in die Wunde, die legen doch wirklich den Finger in die Wunde da, wo es weh tut, nämlich da, wo wirklich jetzt eben Kohle aus dem Boden gebaggert wird, wo sie verstromt wird, wo CO2 und andere Schadstoffe in die Luft geblasen wird. Das ist doch auch wirklich etwas, wo dann eben die Leute ein Bewusstsein für bekommen, das passiert hier vor unserer Haustür und die Leute greifen wirklich die an, die dafür verantwortlich sind. Die gehen direkt zu den Konzernen und sie gehen noch nicht mal noch über den Umweg der Politik, weil das ist ja auch was, was ich finde, was wir jetzt noch nicht angesprochen haben, bei eben dieser Frage von Appellieren an Parlamente, an Politik. Ihr sagt ja auch immer explizit, dass ihr die Bundesregierung damit ansprechen wollt, dass ihr der Bundesregierung ein Ultimatum stellt, weil die Bundesregierung ist ja auch eben diese Verwaltungsmaschinerie, die überhaupt dieses Wirtschaften hier auf dem Grund und Boden möglich macht. Und warum geht man dann nicht direkt zu diesen Konzernen, die hier auf dem Grund und Boden eigentlich agieren? Und das, finde ich, funktioniert da einfach besser und ist auch verständlicher für die Leute, um dieses Bewusstsein zu schaffen. Weil ich finde, ein ganz großes Problem, was wir beispielsweise auch in den Vereinigten Staaten sehen, ist, dass die Leute wahrnehmen, KlimaaktivistInnen agieren gegen sie, gegen ihren Lebensstil und greifen sie direkt an. Und das ist auch ein Narrativ, was super
von PolitikerInnen dann auch hier gesponnen werden kann, wenn es um euch geht. Dass eben nicht das Bewusstsein geschaffen wird, wir alle sitzen hier in dem gleichen beschissenen Boot. Unsere gemeinsame Erde geht hier unter. Sondern die machen euch das Leben zur Hölle. Die KlimaaktivistInnen sorgen dafür, dass euer Leben scheiße ist. Und da finde ich doch, ist das, was wir gerade angesprochen haben, als Aktionsform, was von diesen Organisationen gemacht wird, eigentlich viel sinnvoller, um dieses gemeinsame Bewusstsein zu schaffen und auch diese Kollektivität. Ja, also natürlich wäre es wünschenswert, wenn wir nicht die Leute in ihrem Alltag stören müssten da. Ja, so Menschen, die auf dem Weg zur Arbeit sind oder ihre Kinder abholen müssen aus dem Kindergarten. Natürlich würden wir uns wünschen, wir müssten diese Menschen nicht stören dabei. Nur müssen wir eben konstatieren, dass diese ganzen Aktionsformen, die ihr gerade genannt habt, alle schon seit Jahren passiert sind, also schon seit Jahren gemacht wird. Und sie waren sicher erfolgreich und wichtig, aber sie haben halt nicht zu den notwendigen Schritten geführt, hin zu einer umfassenden Transformation, die wir brauchen. Also wir haben einfach für uns festgestellt, das, was da passiert, reicht nicht. Wir brauchen Aktionen, die mehr stören, die nicht mehr ignorierbar sind. Und deswegen wählen wir diese Straßenblockaden als Form zivilen Widerstands, weil wir sagen, ziviler Widerstand muss auch stören. Der muss die Leute in ihrem Alltag wirklich unterbrechen, denn sonst schaffen wir es nicht, an die Leute ranzukommen. Also auch die Beispiele mit Aktionen an Konzernen oder nehmen wir die Massendemonstrationen, die Fridays for Future 2019 auf die Straßen gebracht hat. Alles ist passiert und was war das Ergebnis? Unsere Bundesregierung hat 2045 als Klimaneutralität ausgerufen und spricht gleichzeitig weiter vom 1,5-Grad-Pfad. Also wir ziehen aber für uns den Schluss daraus, das, was da passiert, reicht nicht. Wir müssen jetzt mehr stören und die Leute auch in ihrem Alltag stören, weil sie dürfen es einfach nicht mehr ignorieren können. Das Ding ist halt nur wirklich, dass ich sagen würde, dass das, was ihr macht, halt eben nicht mehr Druck erzeugt. Es stimmt natürlich, dass ihr damit halt auch die Leute, die dann zur Arbeit fahren und so weiter, mehr abfuckt, aber letztendlich, was ihr halt macht, ist einfach nur das normale Straßengeschehen, was es eh schon in Deutschland gibt, ja noch ein bisschen mehr zuzuspitzen. Also das ist ja kein Druck, wenn einfach noch ein paar mehr Staus erzeugt werden. Das wäre eben unsere Position, dass wir sagen würden, wir brauchen direkte Aktionen gegen die Verursacher dieser Krise und nicht eben gegen die Leute, die letztendlich nichts dafür können. Und ihr mobilisiert die Leute nicht dafür, wenn du das hier, du hast es ja jetzt so aufgemacht als Hauptargument, dass man eben dann direkt die Leute erreichen will, die man dann da blockiert oder so, dass man denen das dann irgendwie bewusst macht, so wie ich dich jetzt verstanden habe. Aber auch das, also weder erzeugt ihr Druck auf die Politik, noch mobilisiert ihr die Leute dazu, weil der Politik ist das einfach egal. Die benutzt halt die Aufmerksamkeit eben dafür, um die Klimabewegung zu diskreditieren, so wie wir es schon beschrieben haben, und den Leuten, und die Leute bringt ihr gegen uns auf. Die Leute, die im Übrigen zum Großteil, also das Bewusstsein in der Bevölkerung über den Klimawandel ist sehr groß. Ein Großteil der Bevölkerung ist sich der ganzen Situation bewusst und unterstützt, würde auch weitreichende Veränderungen unterstützen, aber eben nur in der Verbindung mit sozialer Gerechtigkeit. Und das ist auch ganz zentral. Und das ist halt etwas, was ihr nicht nur nicht vermittelt, sondern aktiv dagegen arbeitet. Da möchte ich vielleicht auch noch einen Punkt machen, den ich immer sehr wichtig fand, wenn wir eben auch so ein bisschen davon sprechen. Und ich weiß, das ist ja auch so ein Begriff, den man in der anarchistischen Bewegung nicht sonderlich gerne sieht. Aber wenn man sich wirklich als so eine Art Avantgarde von einer bestimmten Bewegung sieht, mit wir machen jetzt die besonders radikalen Proteste, wir versuchen jetzt wirklich mal auf irgendetwas aufmerksam zu machen. Wenn dieses Bewusstsein da ist, ich glaube, das, was ganz viele Leute sich dann wünschen und wo ich auch eher für plädieren würde, dass das wirklich was ist, was wir dann bieten können, ist den Leuten zu zeigen, das ist eigentlich möglich, was ihr eben gegen die Klimakrise auch an radikalen Protest machen könnt. Das ist möglich, dass ihr wirklich mal den Mächtigen und den Herrschenden auf die Finger haut. Und das ist doch eigentlich die Verantwortung, die wir dann da eher einnehmen könnten. Und das sehe ich eben nicht, dass die letzte Generation das bietet, sondern dass sich vor allem eben darin erschöpft wird. Also gar nichts jetzt gegen solche Sachen wie, ich weiß, dass ihr auch mal andere Aktionsformen gewählt habt, dass ihr auch mal wirklich irgendwo in irgendwelche Zentralen reingegangen seid, dass ihr eben auch jetzt hier mit diesen friedlichen Pipeline-Abdrehungen, dass das tatsächlich dann auch ein bisschen Sabotage von Infrastruktur ist. Darum geht's mir jetzt gar nicht, sondern dass eben das,
was diese Straßenblockaden sind, eben das nicht für die Leute bieten können. Weil das wird wirklich nur, und das wird ja auch wunderbar noch in ein größeres Narrativ von der Politik gesponnen, als eben ein Feindbild dann stilisiert, diese Leute sind gegen euch. Und das finde ich halt wirklich schade, weil ich glaube, das ist auch wirklich etwas, was ihr eben mit eurer medialen Aufmerksamkeit, mit dem, wie ihr das alles aufzieht, eigentlich auch den Leuten bieten könntet, wenn ihr eben eine andere Strategie wählen würdet. Okay, ich versuche mal auf ein paar Punkte einzugehen von euch. Vielleicht erstmal nochmal zum Bewusstsein, weil ihr gemeint habt, Bewusstsein ist ja da in der Bevölkerung über die Klimakrise. Aber ich will mal nachfragen, ist wirklich ein Bewusstsein dafür da, wie dringlich und auch dramatisch die Lage ist? Also ist wirklich ein Bewusstsein unserer Gesellschaft da, dass wir nur noch diese 2 bis 3 Jahre haben, einfach weil dann Kipppunkte in unserem Klimasystem zu fallen drohen, die einmal gekippt außer Kontrolle geraten und die uns dann auf diesen Weg in eine 3 bis 4 Grad heißere Welt führen werden. Und ist auch wirklich ein Bewusstsein dafür da, wie ja dramatisch die Lage ist, also was hier auf dem Spiel steht, ja, dass hier die Lebensgrundlagen von Milliarden von Menschen, vor allem im globalen Süden, auf dem Spiel stehen und dass auch hier direkte Einflüsse auf uns, auf unsere Gesellschaft haben wird. Also nur so viel mal zum Bewusstsein. Weil wir das Gefühl haben, das wird nicht angemessen kommuniziert, auch nicht durch die Medien und ist nicht wirklich angekommen in unserer Gesellschaft. Und dann vielleicht noch zu unseren Aktionen. Also wir wollen nicht die Menschen, die da im Stau stehen, wegen uns direkt mobilisieren. Also wir wissen, dass da das Potenzial, Menschen zu mobilisieren, sehr gering sein wird. Und wir verstehen auch den Frust und den Ärger, den wir da auslösen. Aber was wir beobachtet haben, und es gibt auch Umfragen, jetzt nicht hier in Deutschland, aber zu einer ähnlichen unserer Schwesterkampagne in Großbritannien, die nennt sich Just Stop Oil. Da gab es eine Umfrage in der Bevölkerung vor den Aktionen, während dieser Blockadeaktion und danach. Und dann haben sie geschaut, ja, wie stehen denn die Leute zu diesen Protesten? Und haben über 2000 Erwachsene da befragt in Großbritannien. Und dann hat sich herausgestellt, dass sich mehr Menschen nach diesen Aktionen dazu bereit erklärt haben und dazu in der Lage gefühlt haben, aktiv zu werden in Sachen Klimapolitik. Und das waren nicht nur ein paar, das waren 1,7 Millionen Menschen hochgerechnet, die nach dieser Aktion mehr, also zusätzlich bereit waren, zumindest mal auf eine Klimademo zu gehen oder zumindest mal mit ihrem Abgeordneten zu sprechen. Und wir führen das auf diesen Effekt der Aktion zurück, dass sie wirklich so viel Aufmerksamkeit generieren und es schaffen, diese Dringlichkeit und Dramatik der Klimakrise zu kommunizieren. Was ich wirklich ganz zentral nochmal finde, als Unterscheidung von unseren Positionen, ist, dass wir sagen würden, dass wir die Klimakrise nur stoppen können mit einem Großteil der Gesellschaft auf unserer Seite und mit einem Großteil der Menschen in der Aktion. Klar, du hast jetzt ausgeführt, dass es da diese eine Studie gibt, die da das entsprechend untersucht hat. Ich kann dir ja nur sagen, wenn halt wir als kleiner popeliger Anarcho-Podcast irgendwie so ein TikTok mit 1,5 Millionen Aufrufen haben, wenn wir die ganze öffentliche Diskussion über euch sehen, wenn wir den gesamten gesellschaftlichen Diskurs betrachten, der um euch da stattfindet, dann würde ich doch sehr deutlich sagen, und auch, also da muss ich auch, sorry, aber da gehört auch ein bisschen dazu, die Realität auszublenden, wie die Menschen euch dann wahrnehmen und wie die Menschen letztendlich dagegen sich positionieren. Und das meine ich eben damit, wir müssen die Menschen mobilisieren und sie nicht halt abfacken. Es geht nicht darum zu sagen, dass nicht auch ein bisschen kürzer getreten werden muss in irgendwelchen Fragen. Und das ist auch, da gibt es ja auch Studienlagen zu, dass die Leute dazu bereit sind, ein bisschen was von ihrem Wohlstand oder was auch immer abzugeben oder da auch bereit sind, Einschränkungen hinzunehmen. Darum geht es überhaupt nicht. Sondern es geht da um die Frage, wie können wir die Menschen, die dieses tendenzielle Bewusstsein, ob sie jetzt denken, dass es in 2, 3 Jahren schon die meisten Leute es auf dem Schirm haben, das ist nochmal eine andere Frage, aber wie schaffen wir es eben, die Leute dahin zu mobilisieren, wirklich aktiv zu werden und sich anzuschließen und auch die radikalen
Formen, die es halt gibt, letztendlich auch auszubauen und gleichzeitig die Massenkämpfe da zu stärken. Und das sehe ich einfach nicht. Da sehe ich halt einfach keinen Zusammenhang zwischen dem, was ihr macht und dem, wie das zusammengehen soll, sondern ich erlebe das dann halt eher so, dass ihr dann halt so eine sehr elitäre Geschichte da betreibt, die auch nur sehr, sehr wenig Leute natürlich nachmachen können, weil wer will halt so eine Repression kassieren, wer hat so viel Zeit, ständig solche Aktionen zu machen, wer hat so viel Geld, diese ganzen Strafen zu zahlen, und nichts, was man, dem man wirklich halt auch richtig nacheifern kann, außer ganz wenig Leute, und mobilisieren tut das vielleicht nur ganz wenige, und die meisten werden dagegen aufgebracht und damit natürlich auch die wichtige Arbeit der anderen Klimagruppen und Bewegungen ja auch irgendwo erschwert, weil die sich dann letztendlich wieder dagegen verteidigen müssen, gegen diese Vorurteile, die dann darüber auch in der Bevölkerung gegen die Klimabewegung entstehen. Ja, also ich spiele da ganz viel auf diesen Radical Flank-Effekt hin, den radikale Aktionsformen haben können auf die gesamte Bewegung, aber dieser Effekt kann ja durchaus auch positiv sein. Also es kann ja auch dazu führen, dass, wenn eben das Bewusstsein da ist, weil das sehe ich wirklich als essentiell an, dass erstmal Bewusstsein da ist, wie dramatisch ist die Lage, weil sonst werden wir als Gesellschaft nicht das tun, was wir jetzt tun müssen, in der nötigen Zeit, die wir noch haben, um diese Klimakrise noch ab, diesen Klimakollaps noch abzuwenden. Also das sehe ich wirklich als fundamentale Bedingung für die notwendige Transformation. Und dieser Effekt, den wir durch diese radikalen, auch sehr diskutierten Aktionsformen haben, die kreieren auch eine große Spannung. Der Effekt kann ja auch sein, dass dadurch andere Klimagruppen, andere Teile der Bewegung eher Zulauf bekommen und eher mehr Unterstützung aus der Bevölkerung erfahren, weil viele eben sagen, okay, wir wollen zwar nicht das, was die radikalen Klimaaktivisten von der letzten Generation da tun, aber was Fridays for Future sagt, finden wir gut. Und auch die Aktionsform, die Fridays for Future wählt, finden wir gut, unterstützen wir. Also es braucht ja diese anderen Formen weiterhin. Also es braucht wieder Massendemonstrationen auf der Straße, es braucht auch Aktionszivilen Ungehorsams gegen Konzerne. Das schließt sich ja nicht aus, aber wir haben halt die Hoffnung, durch diese sehr polarisierenden Aktionen, die wir machen, dass wir es schaffen, dadurch Bewusstsein der Bevölkerung zu schaffen und auch eine gewisse gesellschaftliche Spannung zu kreieren, die aus unserer Sicht nötig ist, um diesen Wandel zu schaffen. Also ich möchte das nur nochmal betonen, dass wir uns ja null gegen radikale Formen des Widerstands und so weiter aussprechen. Also das ist ja auch klar, wir sind halt ein anarchistischer Podcast und wir vertreten die direkte Aktion, nur eben das, was ihr da macht, ist halt eben einfach strategisch nicht, trifft halt eben nicht die Leute, die es treffen sollte. Und nur weil irgendwas radikal erstmal anmutet oder dafür auch letztendlich Leute Strafen dann kassieren und das halt polarisiert, haben wir auch schon ein bisschen beleuchtet, heißt das halt nicht, dass das in die richtige Richtung dann geht. Aber ich denke, wir kommen dann jetzt über zu dem zweiten Punkt, die Frage der Konsumkritik. Die ja so ein weiterer Aspekt ist, der so ein bisschen mitspringt bei der letzten Generation. Ich denke, das ist auch wirklich was einfach, wie wir jetzt schon mehrfach angeschnitten haben, dann eben auch aus diesem Problem von der Wahl von Aktionsformen hin zu dem Ziel, was dort vertreten wird, kommt, weil das finde ich es ja auch, wenn unser Konzept eben, wie du gerade schon angesprochen hast, eben die direkte Aktion ist, da geht es ja auch immer darum, dass eben das Ziel im Mittel enthalten sein soll. Und das, finde ich, ist nämlich auch das große Problem, dass dort eben das, was die Leute aus dem Mittel heraus ableiten, eben diese Straßenblockaden, und das ist ja auch wirklich das, woran wir uns eben primär auch bei der letzten Generation stören, dass die Leute daraus eben ableiten, das ist vor allem eine Frage von Konsumkritik. Also natürlich gibt's auch, und das habt ihr auch schon ständig eben mitbekommen, dass Leute sagen, okay, wenn ihr wirklich gegen die Politiker seid, wenn ihr wirklich sagt, das ist, da wird eben das ganze Unheil verursacht, eben bei den Konzernen, bei der Politik, da gehen wir ja mit euch d'accord, aber warum dann eben hier? Aber die allermeisten Leute leiten daraus ja auch einfach ab, ihr seid gegen uns, ihr betreibt Konsumkritik, weil ihr blockiert jetzt hier Autos gehören eben
zum ganzen Problem Klimakrise mit dazu und deswegen blockiert ihr hier uns. Und ich finde, das ist dann auch wieder eine Sache, du sagst ja, dass irgendwie die Leute dann vielleicht sagen, ich gehe dann woanders rein, weil ich möchte jetzt nicht zu den Radikalen von der letzten Generation, sondern woanders hin. Aber ich glaube eher, dass bei der breiten Bevölkerung es dann so ist, dass einfach dieses Feindbild Klimaaktivismus aufgebaut wird. Und dass für die allermeisten Leute Klimaaktivismus dann eben mit einer Konsumkritik in Verbindung gebracht wird, mit einem Agieren gegen sie selber. Und das ist ja auch wirklich was, wenn man sich so ein bisschen mit Leuten von Ende Gelände unterhält, mit Leuten von Fridays for Future, mit den ganzen Leuten aus den Waldbesetzungen oder aus Lützerath, dass immer das so ein großer Punkt ist, wovon sie sich auch abgrenzen wollen, wo sie wirklich hart für gekämpft haben, um eben auf der Straße deutlich zu machen, in ihrer medialen Aufarbeitung deutlich zu machen, nein, uns geht's nicht darum, ob du dich jetzt vegan ernährst, ob du jetzt mit dem Auto oder mit dem Zug zur Arbeit fahren musst, sondern uns geht's darum, dass eben die Infrastruktur in Deutschland darauf ausgerichtet ist, weil es eben wirtschaftlich diesem Standort dient, seiner Automobilindustrie dient, dass überall alles mit Straßen verdammt nochmal zugepflastert ist und keine neuen Schienen gebaut werden, dass es keinen guten ÖPNV gibt und dass auch dieses absolute Subventionieren und Preisdumping in der Fleischindustrie auch diesem Standort Deutschland einfach dient, weil Deutschland auch wunderbar das ganze Fleisch ins Ausland exportieren kann und damit ja jetzt nicht mehr Exportweltmeister, aber immer noch ziemlich stark im europäischen Vergleich ist und dass da eigentlich doch das Problem liegt. Und deswegen finde ich es auch so schade, dass selbst wenn ihr da auch richtige Inhalte dann vielleicht am Ende des Tages vertretet, dass eben durch diese Wahl des Aktionsmittels es primär auch als eine konsumkritische Aktion wahrgenommen wird. Oder im besten Fall dann eben als etwas, wo die Leute nicht ganz verstehen, warum wird das überhaupt so gemacht? Ja, die Gefahr sehe ich auch, dass viele Leute es als Konsumkritik verstehen im ersten Moment. Oder auch direkt als persönlicher Angriff auf ihren Lebensstil und auf ihre Fortbewegung in dem Fall. Und deswegen tun wir da unser Bestes, das öffentlich zu kommunizieren. Deswegen haben wir auch immer diese Transparente dabei, wo unsere eigentlichen Forderungen hier draufstehen, wo wir sagen, wir fordern einen Stopp des Ausbaus fossiler Infrastruktur, fordern kein neues Nordseeöl mehr und versuchen das auch immer in unseren Medienauftritten nach außen zu kommunizieren. Ja, das ist einfach was, was wir in Kauf nehmen, dass die Menschen das als Konsumkritik verstehen könnten, weil einfach auch aus unserer eigenen Erfahrung, wir gesehen haben, alle anderen Aktionsformen schaffen es leider nicht, die nötige, in unseren Augen nötige mediale Aufmerksamkeit zu bekommen. Wir haben ja, habe ich ja am Anfang erwähnt, auch friedlich Ölpipelines abgedreht über Wochen. Und da haben wir einfach gesehen, die schaffen es nicht, dieselbe mediale Aufmerksamkeit zu erregen, weil es die Menschen einfach nicht stört in ihrem Alltag. Die Menschen können einfach weitermachen. Das Thema wird auf politischer Ebene einfach ignoriert. Und das ist das, was wir auch über die letzten Jahre beobachtet haben in der Klimagerechtigkeitsbewegung, dass unsere Aktionen einfach es nicht mehr geschafft haben, oben auch anzukommen und einfach ignoriert werden konnten. Ja gut, aber das ist ja jetzt wirklich, das hast du ja in der kurzen Aufnahme jetzt schon viermal gesagt und darauf führt es ja auch letztendlich auch, wenn man sich jetzt sonst so die Medienberichte anguckt, das ist ja immer die Argumentation, worauf es immer wieder zurückkommt. Und da haben wir ja eigentlich schon am Anfang sehr deutlich auch festgestellt, dass nur Aufmerksamkeit halt einfach nicht der Schlüssel sein kann, wie wir vorankommen. Reine Aufmerksamkeit, also einfach nur der Aufmerksamkeit willen, ist es ja letztendlich sogar kontraproduktiv, wie wir probiert haben darzustellen. Und für mich bleibt dann am Ende eigentlich ich denke auch für die meisten Leute, steht dann am Ende auch so eine Art von Moralismus dann letztendlich da, wenn sie halt eben mit dieser das also auch so wahrnehmen als Angriff auf ihren Konsum, dann wirkt ihr wie eben Leute, die sich moralisch erheben, oder wirkt ihr sowieso auch wegen einem gewissen elitären Anspruch, den ihr da formuliert, aber so, ja, wir haben jetzt das durchblickt, wir haben die Situation verstanden, so. Und das ist einfach nicht nur vermittelbar, sondern natürlich auch sehr abstoßend auf viele Leute und das ist dann auch zu Recht, fühlen sich Leute natürlich auch dann persönlich davon angegriffen, würde ich sagen.
weil sie ja eben auch nicht schuld daran sind. Klar, man kann immer sagen, man kann immer eine Schuld herbeiher konstruieren, von wegen, ja, wir sind alle irgendwo schuldig daran an dieser Situation, weil wir nichts machen, ne? Weil wir vielleicht untätig sind oder weil wir mehr machen müssten oder so. Aber trotzdem ist es ja erstmal nichts, was man jeder Person irgendwie vorwerfen kann oder so, dass sich dann moralisch drüber überheben, so ich habe das jetzt durchblickt und so weiter und so fort. Weil andersherum würden wir jetzt zum Beispiel sagen, eure Aktionen sind ja sogar kontraproduktiv, obwohl ihr von euch selber denkt, dass ihr jetzt da gerade das große Ding macht und das groß verstanden habt, was jetzt der richtige Weg sei. Und ich möchte da auch wirklich nochmal auf den Punkt mit dem im Alltag stören eingehen. Das hast du ja jetzt auch so ein bisschen herausgearbeitet, dass du eben denkst, dass das, was wirklich den vorherigen Aktionsformen gefehlt hat und den verschiedenen Kampagnen und sozialen Kämpfen, ist eben, dass die Leute nicht im Alltag gestört wurden und deswegen es auch nicht ein gewisses erweitertes Bewusstsein bei den Leuten gab und auch kein Druck aufgebaut werden konnte. Aber wenn ich jetzt auch so zurückdenke an andere große soziale Kämpfe, dann war es doch nicht immer eine Notwendigkeit, dass irgendwie die breite Bevölkerung in ihrem Alltag gestört wird, damit dort Druck auf die Politiker aufgebaut werden konnte. Also es gibt doch verschiedene Beispiele, wo einfach Bau von irgendwas blockiert wurde und dadurch es eben nicht weiterlaufen konnte und damit Druck auf die Politik ausgeübt wurde, dass das geändert wird. Und ich finde auch die Idee, dass man eben einfach nur, indem man irgendwie Druck auf die Politik aufbaut, auch dafür sorgen könnte, dass sie jetzt irgendwie das 1,5-Grad-Ziel einhält, ohne das irgendwie aufzufächern in verschiedene Kämpfe. Einfach nur, wir stellen euch jetzt ein Ultimatum und wenn das nicht eingehalten wird, dass bis dahin das und das beschlossen ist, dann blockieren wir jetzt, was weiß ich, mehr Autobahnen, mehr Flughäfen, was auch immer. Das kann man vielleicht machen, wenn ich jetzt eine Massenbewegung in Deutschland hinter mir stehen habe, wo, keine Ahnung, ein Drittel der Bevölkerung sich positiv zu äußert und 1-2 Millionen Leute aktiv mit dabei sind, ja, dann kann man vielleicht wirklich so etwas fordern, weil dieser Druck gegeben ist. Aber wenn der doch nicht gegeben ist, dann scheint mir das mehr einfach ein großer medialer Stunt zu sein. Und das sind einfach so Punkte, da kann ich wirklich nicht hintersteigen. Da verstehe ich nicht, wie man da so dran anknüpft als Bewegung und das für sich selber dann wirklich als Strategie wählt. Ja, vielleicht kann ich mal auf die Aufmerksamkeit eingehen. Also natürlich reicht es nicht, Aufmerksamkeit zu generieren. Natürlich erfordert es eine Massenbewegung auf den Straßen, die auch dahinter steht, hinter diesen Forderungen. Da bin ich ja völlig bei euch und das ist uns auch bewusst, dass es nicht reicht. Aber es ist halt in unseren Augen der erste notwendige Schritt. Also das ist die Grundvoraussetzung dafür, dass wir diese gesamtgesellschaftliche Transformation schaffen. Dass ein Bewusstsein da ist in unserer Bevölkerung, was steht hier auf dem Spiel? Weil sonst werden wir nicht, ich sag's nochmal, sonst werden wir nicht die Schritte einleiten, die wir einleiten müssen jetzt angesichts des kurzen Zeitfensters. Also wenn wir es nicht schaffen, die Aufmerksamkeit für dieses Thema zu generieren, jetzt auch gerade in Zeiten von Corona, in Zeiten von Putins Angriffskrieg, ja, schaffen wir es nicht, sonst in diese mediale Arena zu kommen, der Aufmerksamkeit und dieses Thema Klimakrise, ökologische Krise auf den Titelseiten zu halten. Und das ist eigentlich das Argument hinter diesen Aktionen, ja. Dass wir erstmal auch diesen wissenschaftlichen Stimmen eine Bühne geben durch unsere Aktion. Und das funktioniert, das können wir beobachten. Die Berichterstattung hat sich auch in dem Sinne ein bisschen gedreht, dass jetzt mehr und mehr wissenschaftliche Stimmen Raum bekommen in unseren Artikeln, die dann sagen können, Leute, was sie da machen, ist vielleicht scheiße, aber die haben recht in dem, dass sie sagen, wir haben nur noch wenige Jahre Zeit und wir müssen jetzt handeln. Zwei kurze Punkte dazu. Also einmal ist es mir wirklich wichtig, das, was du auch schon mit einer Studie am Anfang aufgegriffen hast, zu sagen, es fehlt nicht an dem Bewusstsein, dass es so beschissen ist. Es fehlt wirklich an dem Bewusstsein, dass wir daran was ändern können, meiner Meinung nach. Und als zweiter Punkt, und du hast ja wirklich gesagt, es ist zentral, dass diese Massenbewegung dahinter steht. Und das muss ich jetzt mal so klar und deutlich formulieren. Ich habe wirklich das Gefühl, dass, wie gesagt, das, was die letzte Aktion jetzt da auf den Straßen macht, eher dafür sorgt, dass eben diese Massenbewegung keinen Zulauf bekommt, sondern diese Massenbewegung primär von den Leuten eben als ein Feindbild konstruiert werden kann. Und das ist wirklich mein Problem damit. Generell
ist die Klimabewegung in Deutschland ja auch vergleichsweise stark, auch im Vergleich zu vielen anderen Ländern. Wir haben eine starke Tradition mit der Anti-Atom-Bewegung früher und auch den ganzen Protesten gegen Kohle. Es ist auch nicht wahr, dass das nichts erreicht hat. Also es gab eine Menge, vielleicht hast du das auch nicht so gemeint, aber natürlich wurde nicht genug erreicht, natürlich, aber es gab auch eine Menge Erfolge, gerade mit der Kombination aus direkter Aktion wie im Hambacher Forst, wo eben die Waldbesetzung dann erfolgreich durchgesetzt werden konnte und das Stück Wald dann zumindest erhalten werden konnte, eben in Kombination mit dieser großen Massenbewegung. Und natürlich braucht es auch da generell eine Art Kulturrevolution, ein Bewusstwerden, da sind wir uns ja auch total einig, das halt zu vertiefen. Also diese grundsätzliche positive Tendenz in der Bevölkerung, die existiert, die muss halt eben gestärkt werden. Aber das ist eben, um das auch noch einmal zu, in nochmal anderen Worten vielleicht noch einmal zu bestärken, das geht eben weder mit kleineren nervigen Aktionen für die Masse der Leute im Alltag, noch über Repression von oben, sondern nur in einem Prozess, der die Menschen mit einbezieht und eben für sie selbst auch erkennen lässt, dass es auch ihr eigenes, auch materielles Interesse ist, in diesem Sinne für sich und ihre Leute zu kämpfen. Weil das darf man auch nie vergessen. Erst kommt das Fressen und dann kommt die Moral. Und das ist eben das Ding. Ihr werdet die Leute nicht mit einer moralischen, oh, guck mal hier, das wird alles so schlimm in ein paar Jahren überzeugen, sondern die materiellen Verhältnisse werden überzeugen. Und wenn die Leute keinen eigenen materiellen Anreiz dafür haben, das zu machen, dann wird es auch einfach nicht passieren. Und das, ja, ich wiederhole mich nur weiter, wenn ich noch weiter rede. Ja, also ich verstehe eure Befürchtung auch und wir beobachten ja den Effekt, den unsere Aktionen haben, auch permanent kritisch. Und wir begreifen uns ja auch als Lernbewegung. Wir stellen uns jetzt nicht hin, auch wenn es manchmal anders rüberkommt in der Öffentlichkeit, und sagen, wir wissen, wie es geht und wir kennen den Weg und ihr müsst nur alle mitmachen, dann wird es auch funktionieren. Aber was wir halt sehen, nehmen wir diese Umfrage in Großbritannien als Beispiel, dass es funktionieren kann und wir halten es für wichtig, dass wir diverse Aktionsformen haben und uns auch ausprobieren in neuen Aktionsformen und so dazulernen, auch als Klimagerechtigkeitsbewegung, was kann denn der richtige Weg sein, wie schaffen wir es vielleicht, noch mehr Menschen zu eigenem Klimaaktivismus zu aktivieren. Und es scheint eben so, dass es durchaus funktionieren kann in der Hinsicht, dass mehr Menschen für sich entscheiden, sie werden jetzt auch aktiv, weil sie eben endlich mal in den Medien hören, was Sache ist, wie wenig Zeit wir noch haben und was hier auf dem Spiel steht. Ich finde, was du als letztes gesagt hast, nämlich, wie können wir die Leute auch animieren, selber dazu im Klimaaktivismus aktiv zu werden, wirklich ein super Punkt, aber da würde ich dann auch nochmal auf dieses die Leute im Alltag stören zurückkommen und sagen, wäre es nicht da wirklich auch das, was wir leisten können, eben die Leute im Alltag zu ermächtigen und im besten Fall dann eben, was du auch schon angesprochen hast, die ganze soziale Frage mit eben der Klimafrage zu verbinden. Und da fallen mir jetzt ein, zwei Beispiele ein. Man könnte ja zum Beispiel den Leuten eben ermöglichen, indem man dann Ticketautomaten sabotiert und das auch öffentlichkeitswirksam macht und sagt, ja, wir haben diese Automaten gerade lahmgelegt, um eben dafür zu sorgen, dass die Leute dann nicht mehr abgefuckt werden können von irgendwelchen Kontrollettis in der Bahn. Die Leute können jetzt klimafreundlicher einfach mit der Bahn weiterfahren. Solche Aktionsformen gab es und gibt es ja immer noch. Ein Beispiel, wo man den Leuten dann im Alltag einfach ermöglicht, hier, ihr könnt jetzt einfach umsonst weiterfahren, wählt doch vielleicht mal die Bahn anstatt das Auto und hey, vielleicht ist das ja ganz nett. Ich meine, viele Leute haben ja jetzt auch gemerkt mit der Einführung vom 9-Euro-Ticket, wow, Bahnfahren ist ja eine tatsächliche Alternative, wenn es nur 9 Euro im Monat kostet. Und das wären doch wirklich Möglichkeiten, eben von denen zu nehmen, und damit leite ich jetzt auf unseren nächsten Punkt über, die tatsächlich schuld an der Klimakrise sind und eben den Leuten zu geben, die nicht nur klimatechnisch, sondern auch sozial darunter leiden. Und das ist ja auch im Endeffekt, was eben aus dieser Klimakrise
auch abgeleitet wird, dass es den Leuten ganz materiell, sozial richtig beschissen geht, dass sie eben finanziell und auch mit ihrem Leben, wie wir jetzt sogar schon in Deutschland mit der Flugkatastrophe gesehen haben, im globalen Süden sowieso schon die ganze Zeit, darunter leiden müssen. Und da sollte doch wirklich unser Ziel sein, eben den Leuten das Rüstzeug an die Hand zu geben und ein paar Ideen zu geben, wie sie jetzt selber für ihre eigenen Interessen eben gegen die Klimakrise aktiv werden können. Ich will vielleicht auch noch kurz ein Gedanke, der mir gerade noch gekommen ist mit dieser Frage von, weil der das ja so ein bisschen noch darstellt, die letzte Generation hat jetzt endlich das bewirkt, dass man das ja, dass man jetzt darüber spricht und dass diese Diskussion um dieses, dass es so kurz nur noch Zeit ist, die Diskussion gebracht. Aber wenn man sich allein diese ganze Situation mit Greta Thunberg, wo das aufkam, mit Fridays for Future anguckt, das war ja eigentlich ein Punkt, wo das viel, viel, viel breiter in einer weltweiten Diskussion halt auch war und dass man ja auch gesehen hat, wie das dann halt die Menschen mobilisiert und was halt eben zum Beispiel Fridays for Future unter anderem verpasst hat und was natürlich auch die letzte Generation überhaupt nicht anstößt, ist, dass es hier um eine Systemfrage geht, dass es hier um ein unten gegen oben geht und dass es hier eben nicht darum geht, dass wir letztendlich alle in einem Boot sitzen, insofern von der Verursachung der Krise. Und das ist ja auch der Punkt jetzt. Wer ist schuld am Klimawandel? Und da gibt's ja auch ganz klare, um jetzt auch mal hier so eine Zahl zu droppen, dass die reichsten 1% der Weltbevölkerung 15% der Emissionen verursachen. Und in Deutschland die reichsten 10%, also 8,3 Millionen Menschen, für mehr als die Hälfte des CO2-Ausstoßes verursachen sind. Und noch klarer wird es, wenn man sich die Konzerne anguckt, dass also die nur 20 Unternehmen 35% des weltweiten CO2-Ausstoßes verantworten und 100 Konzerne 75%. 100 Konzerne auf der Welt verursachen 75% der Treibhausgase. Das sind Sachen, die in die Diskussion gehören. Wir müssen ganz klar die Schuldigen benennen. Der Kapitalismus und die entsprechenden Akteure, die davon profitieren und dann aufmachen, dass wir zusammen dieses System letztendlich stürzen müssen, um unser Überleben zu retten. Und das habt ihr überhaupt nicht, überhaupt null im Fokus und gar nicht in eurer Perspektive. Aber sind wir eigentlich voll bei euch. Also, ja, wie ihr gesagt habt, nicht nur die Verantwortung für die Klima- und die ökologische Krise ist ungleich verteilt, sondern auch die Folgen, vor allem Menschen im globalen Süden und die ärmere Bevölkerungshälfte tragen die Folgen dieser Klimakrise und leiden darunter und sterben auch daran. Deswegen haben wir auch die Vision, dieses sowohl ökonomische, politische als auch soziale System, was uns in diese Krisen geführt hat, zu ändern und zu revolutionieren. Und auch ganz klar die Verantwortung des globalen Nordens zu benennen. Dass wir das mit dieser Aktionsform der Straßenblockaden nicht tun können, das ist bewusst. Deswegen versuchen wir auch immer, diverse Aktionsformen anzubieten und einzusetzen, weil es ja auch ganz viele Menschen gibt, wie ihr gesagt habt, die nicht das Privileg haben, sich damit auf die Straße setzen zu können. Und für solche Menschen ist es ganz wichtig, dass es andere Formen der Beteiligung gibt, auch bei anderen Gruppen, aber auch bei uns. Und deswegen fordern wir auch, dass das 9-Euro-Ticket zum Beispiel beibehalten wird oder dass ein Tempolimit auf deutschen Straßen erlassen wird. Einfach auch aus sozialen Gerechtigkeitsgründen. Und wenn wir über ganz konkrete Aktionsformen sprechen, dann wird es jetzt bei uns auch ab Ablauf des 9-Euro-Tickets, also wenn es im August, glaube ich, wieder ausläuft, ab Anfang September, wird es auch Aktionen zivilen Ungehorsams dazu geben. Also zum Beispiel, dass die Menschen frei fahren, also dass sie sich quasi in den Zug setzen oder in die Bahn, in den Bus und öffentlich kundtun, dass die hier ohne Ticket fahren und zur Not bereit sind, 9 Euro, aber keinen Cent mehr dafür zu bezahlen. Ja, da kann man ja auch wirklich sagen, gerne mehr davon und weniger von den Straßenblockaden, da sind wir auch total bei euch. Also das meinte ich auch gerade mit der ÖPNV-Aktion, das ist ja auch, also da kann man natürlich jetzt nochmal im Detail jeweils drüber streiten, aber das ist ja auch wirklich dann etwas Sinnvolles, um das mal dann eben
einen Kontrast zu stellen, zu beispielsweise, was dann ja auch XR, wo man ja auch wirklich einige Parallelen... Extinction Rebellion, wo man ja auch sicherlich einige Parallelen eben zu euch ziehen kann, die dann ja auch in Großbritannien beispielsweise dann eben den öffentlichen Nahverkehr dann blockiert hatten und wo es dann ja auch ganz dramatische Aufnahmen von gab. Und da würde ich doch dann auch sagen, ist so etwas doch wirklich die deutlich sinnvollere Möglichkeit, um eben dieses Bewusstsein zu schaffen. Und wie gesagt, und das kann ich nicht genug betonen, was ich ganz wichtig finde, den Leuten im Alltag auch die Möglichkeit zur Selbstermächtigung zu geben. Weil nichts lässt so sehr die Leute eben auch selber spüren, dass sie gerade in ihrem Interesse handeln und damit auch klarer die Person ausmachen, die wirklich am Ende des Tages dafür verantwortlich ist. Weil du hast es zwar gerade auch angesprochen, natürlich ist statistisch gesehen der globale Norden der Verursacher im Gegensatz zum globalen Süden. Aber auch hier im globalen Norden sind es ja nicht die einfachen Leute wie du oder wir beide, die dafür verantwortlich sind, sondern die, die wirklich da an den Schalthebeln sitzen und auch wirklich die sind, die tatsächlich davon profitieren. Eben die, die in den Konzernetagen sitzen und die dann auch hier in der Bundespolitik sitzen. Und da muss ich auch nochmal sagen, wenn wir uns da einig sind, dann verstehe ich halt umso weniger, was ihr da macht. Also, dann verstehe ich es halt einfach nicht, weil ich könnte es halt mit mir nicht vereinbaren, mich halt jetzt auch von meiner Moral jetzt mal auch moralisch mal das zu argumentieren, da Leute, die meine Nachbarn sein könnten, die meine Arbeitskollegen sein könnten, abzufacken, dass sie dann, weiß ich, jetzt gerade nicht zur Arbeit kommen und dann vielleicht wegen meinen Aktionen da gefeuert werden oder nicht ins Krankenhaus kommen, wo dann gerade irgendwie das Kind zur Welt kommt oder sonst irgendwas. Weil das Problem ist ja, die Leute können ja nichts dafür, dass die Infrastruktur so ist, wie sie ist, dass sie aufs Auto angewiesen sind und so weiter. Das haben wir auch schon tausendmal gesagt und das sagt ihr selber und du sagst sogar, dass ihr das oder du das zumindest so siehst, wie wir das halt eben aufgemacht haben, dass es eben eine Frage auch von unten gegen oben ist und halt eben die Reichen und der Kapitalismus letztendlich schuld an unserer Situation sind, dann verstehe ich eben, wie gesagt, noch weniger, was ihr da tut. Und vielleicht wirklich noch einmal, um das jetzt noch einmal an diesem Punkt klarzumachen, es geht nicht darum, dass wir jetzt irgendwie, und das wurde ja auch wirklich medial so gemacht, dass man die ganze Zeit nur auf der letzten Generation irgendwie rumhackt und auf diesen Straßenblockaden. Und darum ging es mir beispielsweise auch nicht, als ich diesen Text dann da mal für anarchismus.de verfasst hatte, sondern es geht wirklich darum zu sagen, dass diese Art von Aktionsform, die es ja auch schon vor in einem kleineren Maßstab gab und die sicherlich auch immer wieder aufkommen wird, einfach nicht sinnvoll ist. Dass man wirklich daran verhandelt, dass das eben nicht das ist, was wir uns wünschen für die Klimabewegung und was wir auch als Sinn, was wir als nicht sinnvoll empfinden. Und leider ist es jetzt auch so, dass eben die letzte Generation da einfach die Organisation ist, die das gerade am stärksten auch vorantreibt. Also ja, wo ich bei euch bin, dass diese Aktionen nicht dazu führen dürfen, dass Menschen, Arbeitnehmende, darunter leiden, in dem Sinne, dass sie jetzt ihren Job verlieren oder unbezahlte Überstunden machen müssen. Also das darf nicht Folge dieser Aktion sein, da bin ich bei euch. Und da müssen wir sicher noch Wege finden, wie das besser umsetzbar ist. Und es darf auch nicht dazu führen, dass Notfälle nicht durchkommen zu diesen Blockaden. Und dafür sorgen wir auch. Also wir haben extra immer eine Rettungsgasse in unseren Blockaden, also Menschen, die sich dann nicht an diese Straße kleben, um eben im Notfall aufstehen zu können und auch Rettungswägen oder Notfälle durchlassen zu können. Und was den Sinn unserer Aktion angeht, ich bin mir nicht so sicher. Also man kann jetzt lange darüber streiten, aber ich würde immer dafür plädieren, dass wir als Klimagerechtigkeitsbewegung ja vielfältige Aktionsformen ausprobieren und dann evaluieren, was funktioniert und was funktioniert nicht. Und quasi uns als gesamte Bewegung, als lehrende Bewegung begreifen. Und einfach aus dem Grund, dass uns die Zeit ausgeht und dass wir auch konstatieren müssen, dass was bisher geschehen ist, nicht ausgereicht hat. Und da geben mir solche Studien, wie diese Umfrage in Großbritannien, durchaus Hoffnung, dass es doch einen positiven Effekt haben kann. Einfach indem es dieses Bewusstsein schafft in der Bevölkerung. Also ich will jetzt die Straßenblockaden nicht
über alle anderen Aktionsformen stellen oder irgendwie gegen eure Einwände verteidigen, aber ich bin mir nicht sicher, was den Nutzen dieser Aktion angeht. Ich für mich persönlich gebe ich denen bisher noch eine Chance, auch wenn ich genauso wie ihr durchaus Kritikpunkte an dieser Aktionsform habe. Aber bisher ist das scheint es mir noch Aussichten zu haben, durchaus zum Erfolg beizutragen. Ich glaube, das ist ja auch wirklich der Punkt, wo wir dann am Ende des Tages auch einfach auseinandergehen, ne? Du hast es ganz richtig gesagt und mir geht es wirklich nicht darum zu sagen, wenn eine neue Aktionsform aufkommt, dass man direkt erstmal drauf rumhackt und sagt, nein, wir bleiben bei unseren aktivistischen Traditionen und das haben wir hier schon immer so gemacht und das soll auch so bleiben. Aber, da würde ich dir eben widersprechen, muss dann auch dieser Lernprozess einsetzen und ich würde sagen, bei den Straßenblockaden müsste dann eben die Evaluation eher so ausfallen, dass man dann sagt, haben wir probiert, hat nicht funktioniert, hat Schaden erzeugt, lassen wir es vielleicht mal. Gut, aber das ist ja das Problem, dass es offensichtlich nicht darum geht, sondern also dass halt das einfach nicht gesehen wird, dass der Schaden, sondern das wahrscheinlich, ich meine, ich kann es ja auch verstehen, wenn man mit einer politischen Aktion so viel Aufmerksamkeit erregt, dass über Monate darüber in den Medien geredet wird, über Monate darüber Politiker reden und so weiter und so fort, kann ich ja auch verstehen, dass man darüber auch eine Selbstwirksamkeit erfährt, dass man sich denkt, boah, wow, mit anderen Sachen haben wir das irgendwie nicht erreicht. Aber es geht, wie gesagt, nicht nur um Aufmerksamkeit. Und diese eine Studie, die du da mal anführst, die kann halt, also, wenn man sich halt eben anguckt, was sonst passiert, ich meine, das muss ich einfach nochmal sagen, dann leben wir halt da in zwei verschiedenen Realitäten in der Betrachtung von dessen, was in der Gesellschaft als Reaktion passiert. Aber das haben wir auch schon oft genug gesagt. Wir drehen uns auch irgendwie im Kreis und ich glaube, das liegt auch tatsächlich daran, dass in der gesamten Argumentationsstruktur das immer wieder darauf zurückgeführt wird. Und das ist auch so ein bisschen für mich so ein rhetorischer Trick, dass man einfach sich nicht wirklich inhaltlich so richtig darauf einlässt, auf die Diskussion und dann halt das so vertieft und auch inhaltlich wirklich spricht, also über alle möglichen inhaltlichen Punkte, die wir genannt haben, hast du dann ja noch vielleicht gesagt, ja okay, sehe ich auch so, da kann ich verstehen, aber und dann hast du halt wieder die gleichen 3, 4, 5 PR-Sätze gesagt, die halt die letzte Generation immer sagt. Und das ist halt irgendwie auch für mich so ein bisschen seltsam, weil darüber das natürlich auch eine inhaltliche Diskussion da erschwert. Es könnte aber auch daran liegen, dass wir uns für den Kreis drehen, weil wir uns eigentlich einig sind, was die inhaltlichen Forderungen angeht. Und quasi der Punkt, wo wir uns uneinig sind, ist die Wahl der Mittel, also die Aktionsform. Weil wir sind ja völlig bei euch, was die Ungleichheit in Klimafragen angeht, was die sozialen Aspekte der Klimakrise angeht. Oder was auch die Probleme mit unserem System der parlamentarischen Demokratie angeht zum Beispiel. Also unsere Vision ist auch, dass wir dieses System der parlamentarischen, in Anführungszeichen, Demokratie revolutionieren. Also wir brauchen eine Form mehr direkter Demokratie und echter Demokratie. Und deswegen fordern wir, dass diese BürgerInnenräte, die es ja schon gab in einigen Experimenten, dass die auch Beschlüsse fassen, die dann verbindlich sind für unsere Politik. Also es gab diesen BürgerInnenrat Klima, vielleicht habt ihr davon gehört, der letztes Jahr getagt hat. Und da sind Beschlüsse rausgekommen, die diese Gesellschaft, die gesamtgesellschaftliche Transformation angestoßen haben. Und würden die umgesetzt werden, wären wir schon einen großen Schritt weiter. Und in diesen BürgerInnenräten sind alle Menschen, egal welchen Alters, egal welchen Berufs, egal welchen Migrationshintergrunds, vertreten, echt und repräsentativ vertreten, nicht wie in unserer jetzigen Form der parlamentarischen Demokratie. Also auch da sind wir völlig einer Meinung, dass diese Form nicht in der Lage ist oder nicht willens ist, uns aus dieser Krise in den wenigen Jahren, die wir noch haben, rauszubringen. Und da würde ich auch sagen, einfach, dass in ihr systematisch angelegt ist, dass es nicht in ihrem Interesse ist. Weil das muss man ja auch sagen, es hat ja jetzt wirklich nichts damit zu tun, auch wir haben ja gerade über die Schuldigen gesprochen, es geht nicht darum, dass die einzelnen Konzernchefe aufgrund von der Bösartigkeit, die in ihrem Zylinder und dem Monokel steckt oder eben die Politiker das einfach aus einem puren Hass auf Umwelt, Natur und alles Gute machen, sondern dass natürlich einfach aufgrund von Marktgesetzgebung so ist, dass eben
die Umwelt ja noch nicht mal als zweites oder drittes kommt, sondern hinten angestellt wird, vielleicht noch als PR-Maßnahme sinnvoll ist oder um überhaupt den Wirtschaftsstandort zu erhalten und dass das, wonach eben gestrebt wird, wonach gestrebt werden muss, um auf diesem Markt zu überleben, eben der Profit ist. Und wenn wir da ja auch wirklich, und ich stimme dir zu, sicherlich haben wir auch einige kleinere Punkte, wo wir auseinandergehen würden, aber ich gehe schon auch davon aus, dass wir gerade in Bezug auf die Klimakrise sehr ähnliche Ansichten haben. Und du machst das auch richtig aus, dass das, wo wir eben, und das werden sich ja wahrscheinlich alle Leute denken, ja Joshua, warum sagst du jetzt diese Offensichtlichkeit? Natürlich, das, wo wir jetzt auseinandergehen, ist eben das Mittel. Und da möchte ich dich doch wirklich fragen, einfach aus dieser anarchistischen Grundposition der direkten Aktion, findest du es dann nicht auch eigentlich sinnvoll, ein Mittel zu wählen, in dem das Ziel enthalten ist? Also warum sträubt ihr euch dann eben gegen diese Aktionsform, wo wir sagen würden, das ist wirklich sinnvoll und wo man auch immer wieder sieht, dass das eben dazu führt, dass die Leute einfach Verständnis dafür zeigen, dass es für sie selber ein Bewusstsein erzeugt und dass sie sich auch positiv darin selber wiedergespiegelt sehen. Warum dann kein Mittel wählen, in dem dieses Ziel enthalten ist? Aber gegen diese Mittel sträuben wir uns ja gar nicht, oder gegen diese Aktionsform. Wir hatten zum Beispiel in unserer ersten Kampagne Essen retten, Leben retten, wo es um Essensverschwendung ging in Deutschland, hatten wir die Aktionsform des Containers, also wo, was ja schon lange Menschen machen, dass sie weggeschmissene Lebensmittel, noch gute Lebensmittel aus Abfallbehältern retten und dann verteilen. Und das haben wir auch gemacht. Nur das Problem, was wir halt mit diesen Aktionsformen sehen, dass sie nicht reichen in dem Sinne, dass sie es nicht schaffen, genug Aufmerksamkeit auf das Thema zu lenken. Und deswegen sehen wir halt im Moment noch diese Straßenblockaden als notwendiges Übel an, um eben dieses Thema auch auf dem Tisch zu behalten. Ja, also die Reaktionen, die ihr mitbekommt, sind ja auch nur ein Ausschnitt aus der gesamtgesellschaftlichen Reaktion. Das ist vielleicht auch nur eine sehr laute, sehr gegen uns eingenommene Minderheit, aber es muss ja nicht bedeuten, dass diese Menschen gegen Klimaschutz allgemein gegen Klimaschutz eingenommen werden dadurch oder jetzt Forderungen nach mehr Klimaschutz prinzipiell ablehnen, nur weil sie mit unseren Aktionen nicht einverstanden sind und darunter vielleicht auch persönlich Leid tragen. Ich meine, wir haben ja unsere Informationen jetzt nicht nur aus den Tagesthemen oder so, sondern das ist ja auch wirklich, ne, wie wir es eingangs erwähnt haben, mit unserem eigenen TikTok, was wir da gemacht haben, mit 1,5 Millionen Aufrufen, wo dann irgendwie tausende Kommentare drunter waren. Das war jetzt nicht nur eine extreme Rechte oder so an Leuten, die dann da geschrieben hat, ich würde am liebsten einfach durchfahren und so. Das ist ja schon ein ziemlich breiter Querschnitt an Gesellschaft, der dann da auch letztendlich seinen Zorn auch in unseren, selbst in unseren Kommentarspalten als kleiner Mini-Podcast letztendlich von der Reichweite her geäußert hat. Aber gut, wir drehen uns letztendlich im Kreis. Ich glaube, unsere Hauptposition wäre dann primär eigentlich oder als Gedanke, als Rückmeldung an euch eben so eine Form von Klassenkampf und von Klassencharakter der eigenen Kämpfe eben stärker zu fokussieren. Und das beinhaltet eben eine Parteilichkeit gegenüber der eigenen Klasse, gegenüber der Arbeiterinnenklasse und eben gegen die herrschende Klasse, gegen die Kapitalistenklasse. Und das vielleicht nochmal so ein bisschen mitzugeben an euch. Wir nehmen sicherlich auch mit, dass es sicherlich mit vielen Leuten von euch dann im Grundverständnis von Klimakrise und anderen Punkten vielleicht mehr Übereinstimmung dann doch existiert, als wir vielleicht dachten. Sicherlich werden wir, wenn wir inhaltlich wirklich tiefergehend diskutieren, auch andere Unterschiede feststellen, aber man soll sich ja an den Punkten, die einen zusammenführen, eher orientieren. Und ja, in dem Sinne würde ich auch sagen, damit wir nicht letztendlich die gleichen Argumente alle beide Seiten tausendmal wiederholen. Eben alle 10 Minuten wiederholen wir nochmal die Punkte vorher. Oh ja, schon. Vielleicht können wir mal ganz kurz über alternative Aktionsformen reden. Also zum Beispiel, was ihr für Formen von Massenmobilisierung und Organisierung auch in Betracht zieht. Und gerade weil ihr auch sagt, dass in euren Augen auch das kapitalistische System dafür verantwortlich gemacht werden muss, wie ihr dieses System überwinden wollt. Ich meine, über die Aktionsmethoden haben wir ja immer schon so ein bisschen während des Gesprächs gesprochen. Ich denke, es ist halt so eine Mischung aus Massenkämpfen, an denen sich viele beteiligen können, also
Demonstrationen, Besetzungen, vielleicht auch von großen öffentlichen Gebäuden, bis hin eben auch zu Besetzungen, die vielleicht anderer Natur sind, wie jetzt dann eben die Waldbesetzung, Sabotage von entsprechenden Bauvorhaben des fossilen Kapitalismus, wie unsere Lebensgrundlage zerstört. Dann aber auch natürlich eine gewerkschaftliche Organisierung, die einhergehen muss mit der Klimabewegung, wo also den ArbeiterInnen eine Alternative geboten wird, wo nicht einfach nur sozusagen dann auch die Bereiche, wo ja viele Jobs auch sind, von der Klimabewegung angegriffen werden, sondern man auch probiert dann für die Leute eine andere Arbeit zu erkämpfen. Und dann natürlich auch die klassischen Mittel mit Streik und primär natürlich Streiks als Gewerkschaft dann, um dort auch weiter Druck aufzubauen. Und das halt eben in einem kontinuierlichen Prozess, um halt wirklich den Unternehmen, die unsere Lebensgrundlage zerstören, aktiv zu schaden. Nicht nur symbolisch, sondern natürlich jetzt vielleicht im kleineren Bereich, weil man eben, weil unsere Bewegung von unten noch nicht die Gegenmacht aufgebaut haben, die wir eigentlich gerne hätten. Aber eben mit der Entwicklung dieser Bewegung dann auch eine verstärkter materieller Schaden für die Kapitalisten und damit natürlich auch ein realer Druck, der sie eben dazu zwingt, auch Zugeständnisse zu machen. Und dieser Prozess wird eben dazu führen, dass die Menschen eben wahrnehmen, dass sie mächtig sind, dass sie in der Lage sind, konkrete Veränderungen zu erkämpfen. Und das ist ja auch ein ganz wichtiger Beispiel von direkten Aktionen. Bei den Reaktionen, die ihr macht, da ist ja wenig Feedback. Ihr bekommt halt einfach nur auf die Fresse sozusagen von den Leuten. Und jetzt zum Beispiel so, wenn du für deine Kolleginnen einen Lohn, der aussteht, erkämpfst, oder wenn du ein konkretes Bauvorhaben, was irgendeinen Wald zerstören würde, verhinderst oder zumindest in die Länge ziehst, dass das vonstatten gehen kann, dann siehst du halt einen direkten, unmittelbaren Effekt da drin, und das macht eben auch unser Mittel, unseren Vorschlag, denke ich, so attraktiv. Und diese Bewegungen können dann eben mit den Massenkämpfen unterstützt und werden, und das bedingt sich dann auch so ein bisschen gegenseitig natürlich. Ja, und in diesem Prozess wird es irgendwann vielleicht zu dem Punkt kommen, wo wir so mächtig sind, dass wir dieses System generell in Frage stellen können, dass wir es generell bedrohen können und dann natürlich auch in dieser Bewusstwerdung der Massen den Kapitalismus so in Frage stellen, dass wir ihn abschaffen können. Und ja, wie das vonstatten geht, da gibt es natürlich auch verschiedene Transformationskonzepte zu. Und ja, das werden wir scheinbar auch müssen, weil dieses ganze Versprechen eines grünen Wachstums basiert ja auf völlig unbewiesenen Annahmen, dass eine Entkopplung möglich sei von Wachstum und Treibhausgasemissionen. Also es scheint so, als bräuchten wir auch diesen Systemwandel. Nur ist es halt eine rein strategische Überlegung angesichts der wenigen Zeit, die uns noch zur Verfügung bleibt, ob wir es uns leisten können, jetzt erst diese Basisstruktur aufzubauen. Diese Bestrebungen gibt es ja schon seit Jahrzehnten, vielleicht schon seit mehr als 100 Jahren, die Betriebe zu demokratisieren zum Beispiel, ob wir uns das einfach nur angesichts des Zeitrahmens, den wir noch haben, leisten können. Ich würde aber auch einfach sagen, ich gehe total mit dir eben in dieser Zeitfrage mit, aber ich würde eben daraus ableiten, dass wir uns es eben nicht leisten können, die Leute gegen uns aufzubringen, und dass wir uns es nicht leisten können, diese ganzen Sachen, ja, und das muss ich auch da sagen, dem Zufall zu überlassen strategisch. Sondern es geht darum, diese langfristigen Strukturen aufzubauen, um überhaupt in diese mächtige Position zu kommen. Weil wir können appellieren, wie wir wollen. Wir können den PolitikerInnen moralisch vorhalten, wie wir wollen, wie furchtbar das alles ist. Du hast es nämlich auch schon gesagt, wir brauchen diese Massenbewegung, um wirklich Druck aufzubauen. Wir brauchen die Verbindung mit gewerkschaftlichen Kämpfen, damit es kein Ausspielen von oben geben kann, von der Klimafrage gegenüber der sozialen Frage. Wir brauchen das alles, um eben nicht einfach nur immer zu sagen, bitte Politiker, macht das doch. Bitte Konzerne, lasst euch doch vielleicht drauf ein. So würdet ihr es natürlich auch nicht formulieren, aber am Ende des Tages kommt es raus. Und wie wir schon jetzt mehrfach auch festgestellt haben, funktioniert das eben nicht so. Die Marktgesetzlichkeiten, du hast es gerade mit Wachstum beschrieben,
lassen das eben nicht zu. Es gibt nicht diese Möglichkeit von Entkopplung. Natürlich gibt es hier und da auch im Kapitalismus Konzepte, die dann in Anführungszeichen klimaneutraler sind, die dann auch einen ganzen Rattenschwanz an Problemen mit sich ziehen, weil es eben gerade einem bestimmten Profitinteresse dient oder einem bestimmten Standortinteresse. Aber am Ende des Tages kommt es doch wirklich darauf, wir können es uns nicht leisten, gegen diese Massenbasis zu arbeiten. Wir können es uns nicht leisten, nicht diese langfristigen Strukturen aufzubauen, weil das ist das Einzige, was uns wirklich ermöglicht, dieses System in Frage zu stellen. Und das ist eben das Problem. Ich würde wirklich sagen, ganz aktiv treibt ihr eben gerade die öffentliche Stimmung gegen diese Massenbewegung und ganz aktiv bietet ihr eben den konservativen Kräften, den Kräften, die kein sonderlich großes Interesse haben, die Klimakrise aufzuhalten, eine ganze Menge Futter, was sie jetzt eben gegen uns ins Spiel bringen können. Jo, dann würde ich auch tatsächlich sagen, lass uns, außer du hast jetzt wirklich noch mal einen ganz anderen Punkt, wo du sagst, ey, da will ich jetzt auf jeden Fall nochmal drüber sprechen und das führt in eine ganz andere Richtung oder so. Sonst würde ich sagen, würde ich es auch dann dabei belassen. Ja, und gerne. Ja, auf jeden Fall hat es uns gefreut, das Gespräch zu führen. Es war auf jeden Fall auch, ne, auch nochmal Respekt an dich, dass du dich dem dann ja auch so ein bisschen ausgesetzt hast, unseren Tiraden, und dass wir hier dieses Gespräch führen konnten. Und ja, ich denke, wir werden das auf jeden Fall weiter beobachten, was die letzte Generation macht. Und vielleicht hat ja auch unser Gespräch hier vielleicht ein paar Impulse, vielleicht auch nicht. Und dann werden wir eben weiter sehen, wie sich die Klimabewegung entwickelt und weiter aktiver Teil davon sein, um diese Kämpfe mitzubestimmen. Ja, du hast natürlich auch ein paar spannende Perspektiven da ausgemacht. Gerade das werden wir uns natürlich auch anschauen, was ihr dann eben zur ÖPNV-Verkehrswende machen werdet, wenn jetzt das 9-Euro-Ticket ausläuft. Da kann ich nur nochmal bestärken, wirklich schön, wenn ihr so weitermacht und wie du schon gesagt hast, dieser Lernprozess da eben Klick macht und man eben sich hoffentlich dann von solchen Aktionsformen wie den Straßenblockaden entfernt, weil dann wird auf jeden Fall der Respekt auch meinerseits nochmal ganz groß euch gegenüber steigern, aber ja, auch von mir nochmal großes Dankeschön, dass du da warst. Fand ich wirklich stark und fand ich auch mal gut, dass wir eben nicht nur über euch, sondern auch mal mit euch reden konnten. Ja, schön bei euch gewesen zu sein. Ja, schön, dass ihr mit dabei wart und wir hören uns dann wieder nächste Woche. Glück auf. Glück auf.